Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Liebe mit N2. Und wie immer, bevor wir anfangen, grüßen wir zwei von euch. Und heute grüße ich die Super Socke. Super Power, Super Socke. Ich finde es echt cool, dass du mir immer ein Herz gibst. Kannst du mich grüßen? Cooles Video und Daumen nach oben gibt es natürlich auch. Von mir gibt es für deinen Kommentar auch einen Daumen nach oben und ich danke dir, liebe Grüße an dich. Und dann grüße ich den lieben René Ulik oder Ulin oder keine Ahnung, gerade ich kann den Namen nicht ganz sehen. Und er schreibt, ich mag dich so sehr, ich mag deine Videos so sehr, Hashtag abonniert, Hashtag Glocke aktiv, geliked, alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und viel Glück, ich würde mich freuen, wenn du mich grüßen würdest und ganz, 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 ganz viele Herzchen. Ich schicke dir alle Herzen zurück und wünsche dir liebe Grüße. Und Leute, es dauert halt lange, bis wir alle grüßen können, deswegen seid nicht traurig, wenn ich euch nicht sofort grüßen kann. Und es geht in erster Linie auch um die Videos und nicht darum, ob ihr jetzt gegrüßt werdet oder nicht. Weil ihr guckt doch meine Videos trotzdem gerne. Let's go to the candy shop. Let's playing. So. Wir sind in Unils Lager. Ich weiß nicht, was er da genau macht. Können wir noch reden mit ihm? Also. Nö. Okay. Liegt hier noch irgendwo. Oh, können wir jetzt Kaffeemaschinen. Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen bauen nach Gebrauch eine weitere Kanne. Brauen, nicht bauen. Aber dieser Vorgang dauert eine gewisse Zeit. Aber man, hier wäre doch nichts drin. Ne? Ich finde trotzdem sowas. Was passiert hier so? Werkbänke. An Werkbänken kannst du Munition und Gegenstände aus verschiedenen Komponenten herstellen und Waffen mit Waffenteilen verbessern. Cool. Können wir das vielleicht machen? Wir gucken einfach mal erstmal, was man herstellen kann, oder? Achso, wir haben 69 davon und können also ein bisschen Pistolenmunition herstellen. Weiß nicht. Achso, dann können wir jetzt öfter machen. Ich weiß nicht, wie viel machen wir denn? 10 oder 20? Machen wir alles voll? Also wir können nur bis 10 hoch. Jo. Cool. Eine können wir noch machen, dann haben wir 20. Okay. Wir können noch eine Spritze machen. Haben wir, nö. Okay, gehen wir hier raus. Waffenverbesserung. Was können wir denn hier so machen? Okay, können wir was machen? Nö. Schade, hab nicht genug Waffenteile. Schade, Marmelade. Okay, gehen wir mal zurück. Improvisieren. Wähle das Improvisieren-Symbol im Arsenalmenü aus, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen. Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das Herstellen an einer Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Improvisieren kann nicht als Schnellzugriff. Ich fange schon wieder an damit, Leute. Auf Gegenstände festgelegt werden. Ich hasse Vorlesen. Es tut mir leid. Da liegt noch was. Waffenteile, aber es sind nicht genug für weitermachen. Oh, da liegen doch noch welche. Ah ja, gut, vielleicht können wir jetzt doch noch was herstellen. Voll die Bank hier. Egal, wir stellen noch mal kurz was her. Waffenverbesserung. Oh, komm ich hier noch?
Hä? Ach so, wir haben nur 10 gekriegt. Ich dachte, wir hätten einmal 30 und einmal 35 gekriegt. Das ist schade. Gut, dann gehen wir mal weiter. Was hier so drin? Okay, gehen wir einfach weiter. Ich weiß noch nicht, was das... Wer ist sie denn? Ach. Die kennen wir doch, oder? Wer war das? Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Aber ich kenne sie aus dem ersten Teil. Ich habe die nämlich gesehen. Die feilt sich immer die Nägel, diese Ärztin. Ach, wir können durch den Spiegel. Alice im Wunderland. Sebastians Zimmer. Okay. Oh, Miezekatze! Miezekatze. Ah, da ist eine Werkbank. Oh, wie hieß sie noch? Svetlana oder so? Tatjana? Tatjana, glaube ich, heißt sie. Ist auf jeden Fall irgendein russischer Name. Okay. Lass uns mal hinsetzen. Die Musik. Was ist denn jetzt passiert? Oh oh. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Oh, das sieht gesundheitsspritzenmäßig aus. Hat sie unsere Spritze? Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder? Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. Warum hat sie den Knopf da oben eigentlich zu? Das wäre jetzt witzig gewesen. So wie früher. Verbessern wir hier mal irgendwas, ne? Tatjana. Athletik ist, glaube ich, ganz gut, weil wir müssen ja schnell sein, ne? Oh, wir haben nicht genügend grünes Gel. Können wir irgendwas anderes machen? Das kostet alles so viel. Kosten 4000, wir haben 900. Das ist alles... Tut mir leid, Tatjana. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie, wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände. Der Stuhl. Sie. Als hätte sich rein gar nichts verändert. Können wir aufstehen? Ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Wieso nicht? Okay, da können wir wieder wohl zurück. Miezekatze! Hallo, mein süßes Kätzchen. Ja, ich bin ja da. Was machen wir jetzt? Ach du Kacke. Geh nach draußen und benutze Kommunikator, um bestimmt zu. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur.
Gott, hoffentlich ist es Lily. Vielleicht. Oh nein. Scheiße. Die Welt geht kaputt. Es gibt irgendwie so einen Horrorfilm, der erinnert mich gerade, ich weiß nicht, wie der hieß. Das erinnert mich gerade so hart daran. Da ist überall Nebel gewesen und so. Ich weiß gar nicht. Okay. Was überall. Zur Hölle? Oh. Wenn Union weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Da kann man mal nicht rein. Mal gucken, ob draußen noch. Oh, ein Kraut. Können wir bestimmt verwenden. Ich hab ein bisschen Angst gerade. Eine Ente? Ein Erdmännchen? Oder sowas? Ein Murmeltier? Ein Engel vom Friedhof? Welcome to Union. Nein, wir wollen hier gar nicht sein. Oh, da liegt was. Information. Willkommen Union-Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadt-Charme und modernen Komfort, umgeben von zahlreichen Naturwundern. Kommen Sie und erleben Sie einfachere Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihrer Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einem Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union, schön, dass Sie hier sind. Ich frage mich gerade, die Leute wollen ihn wahrscheinlich eher essen und hektisch treiben ist dann wahrscheinlich eher hinterherrennen und joggen. Nein, richtig für ein Jerk-Dinner. Da gibt es dann wahrscheinlich Menschenfleisch, Haut und Knochen musst du essen. Haut und Knochen. Wisst ihr? Okay, hier scheint auch nichts zu sein. Oh, Waffenteile. Immerhin. Da ist noch eine Tür. Die nicht auf? Nee. Schade. Lass uns mal wieder rausgehen. Oder war ich hier noch? Nee, da war ich ja schon. Oder leuchtet noch was in der Tasche? Schießpulver, okay. Ich hoffe, da draußen rennen nicht noch mehr. Hau die Tür auf. Noch mehr solche komischen Gestalten rum, weil davor habe ich ein bisschen Angst. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Da leuchtet was. Die leuchten. Hä? Warum? Was ist das? Da leuchten auch so viele Sachen. Das sind alles Tote. Okay, da leuchtet trotzdem was bei den Toten. Oh, geil, eine Axt. Eine Handaxt. Krass. Okay. Oh, oh. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Aber warum? Oh nein! Scheiße! Schieß!
Ja, genau. Genau! Oh Gott, da sind so viele. Die haben mich bestimmt gesehen oder so. Ne, okay, die haben mich nicht gesehen. Grünes Gel. Oh, meine Axt ist kaputt. Da schießt. Bitte vergib mir meine Sünden. Oh oh. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Oh Herr. Oh. Bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte, vergib mir meine Sünden. Hoffentlich ist er noch normal. Oh, Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte. Bitte. Der ist bestimmt auch so gruselig. Oh nein, wie ich wusste, dass er... Hä? Irgendjemand hat ihm einfach die Seele geraubt. Der ist nicht tot, oder? Ich habe gehört, dass hier manche Sachen, wenn man sie nicht entdeckt, auch gar nicht drin vorkommen. Also muss man versuchen, einfach alles zu finden. Ich schwitze, Leute. Ernsthaft? Oh, das geht doch nicht. Leute, verpisst euch. Oh nein. Wie soll ich denn... Warum bin ich hier reingegangen? Ich will hin... Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Jo, wir sind da mal gestorben, Leute. Kann man ja mal machen. Ist das erste Mal, dass wir jetzt gestorben sind, also... Nicht so schlimm. Und jetzt? Na toll. Ich will da nicht nochmal rein. Wir gehen da einfach nicht nochmal rein. Und jetzt hoffen wir, dass uns dieser Vollpfosten da hinten nicht nochmal sieht. Voll der Affe. Kein Bock auf den. Da liegen Waffenteile. Scheiße. Kommen wir da ran, ohne dass er uns sieht? Die sind irgendwie schon eklig. Die sollten mal alle ein bisschen schlafen gehen. Ich glaube, die sind einfach nur schlecht gelaunt. Vielleicht haben sie einfach zu wenig gegessen oder so. Ich weiß es nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh, der Typ regt mich richtig auf. Hoffentlich lebt er nicht, der hier sitzt. Nee, eigentlich nicht. Ich habe echt gedacht, der ist bestimmt auch so böse. Warum kann man nicht in die Auto steigen? Kann man nicht einfach in die Auto steigen? Ich möchte das Spiel nicht spielen. Okay. Kann man das Signal irgendwie anmachen? Hä, wo ist denn jetzt der Communicator? Achso. Nö. Hä, irgendwie muss ich doch. Okay. Auf jeden Fall. Vielleicht. Können wir den Kasten vor der Tür wegschieben? Mal ausprobieren. Schade. Ist genauso scheiße wie Outlast 2. Warum tue ich mir das noch immer wieder an, Leute? Können wir nicht irgendwas mit Einhörnern spielen?
Oder meine Pferde Ranch oder sowas. Topmodel würde ich auch spielen. Oder Bratz. Dr. Mario. Tetris. Mario Kart. Hilfe. Kommen wir da rein? Nein. Ich weiß selber gar nicht, wohin. Oh. Ist das ein Mobius-Agent? Ach, schade. Ich hoffe, hier ist keiner. Können wir die Tür wieder zumachen? Da ist was. Speichern ist kein gutes Zeichen. Oh, was ist das? Rauchpulver. Okay. Bread Floor. Mal gucken, was wir daraus herstellen können, ne? Fernseher. Puh, volle Röhre noch. Auch wieder nichts los. Keiner baden. Oh, vielleicht noch eine Spritze? Cool. Das Haus ist voll groß. Eindeutig verrückt, oder? Waffenteile haben wir auf jeden Fall gefunden. Was ist das denn hier? So ein Leuchter? Sieht aus hier wie meine Lampen, die ringsrum um mich stehen. Ein Wischmopp? Kann man nicht gebrauchen. Was ist das? Sicherung. Hm. Okay. Waffenteile. Oh, jetzt haben wir 100. Oh, was ist das da unten? Können wir das öffnen? Yeah, können wir öffnen. Ist ja vielleicht besser, durch die Kloake zu gehen, als bei den ganzen Beißern. Ich hoffe einfach mal, hier sind keine. Ich nenne die jetzt Beißer, wie bei The Walking Dead. Einfach nur, weil ich es kann. Vielleicht ist es einfach nur ein Keller. Kamera. Dieser Computer funktioniert noch. Was zur... Was ist denn jetzt wieder los? Ein Totenfall? Sieht echt aus wie Totempfahle, oder? Fehle? Ganz, ganz komisch. Hä? Sind wir wo ganz anders gelandet? Zedar Ave. Okay. Hier mal was aufmachen. Oh, schade, da ist nichts drin. Warum können wir das nicht mitnehmen? Warum haben wir nur so wenig Power? Können wir alles nicht machen, schade. Kommen wir auch hier nicht raus? Doch, da ist eine Tür. Man wird, glaube ich, schon wieder so allein gelassen von dem Spiel. Hier sind keine dieser Viecher. Hätte ich so keinen Bock drauf gerade.
Okay, da sind wir gerade. That is so gruselig. Okay, eine Riesenkrautpflanze. Meins. Ich weiß echt nicht, wo wir gerade sind, ne? Ich kann mal weggehen, die Alte. Olle, geh mal weg. Oh, wie die läuft. Die ist so eklig. Oh, sie hat auch noch ein Messer. Hat die an den Sack? Hängt die fest? Hä, was stimmt nicht mit der? Ich rede jetzt mit ihr. Du bist doof. Ich mag dich nicht, Bitch. Ich glaube... Die sucht ihren Mann. Die kommt vom Bauer, sucht Frau. Oh, ist sie hässlich. Ist das überhaupt eine Frau? Okay, sie hat ja gesagt. Okay, sie hat auch Brüste ein bisschen. Oh nein. Oh Gott! Bitch! Who cares? What do you do? Boah, bist du hässlich, Bitch! Ups. Gut, sie hat mich getötet. Warum nur? La 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 la, wir sind so schlecht in diesem Spiel. Okay, merke, es bringt nichts, der Frau auf den Kopf zu schießen. Aber wir müssen sie ja irgendwie umbringen. Ich meine, ich dachte so Kopfschuss tot, aber es hat nichts gebracht. Einfach. Warum nicht? Ich meine, die Alte, die sind nur so Haut und Knochen, die müsste einfach so buff tot. Zerfallen. Oh, ey, die nervt. Die nervt richtig hart, oder? Die geht mir so auf den Sack. Ich kann auch nirgends eine Flasche hinwerfen, oder? Habe ich noch eine Flasche dabei? Ach doch. Wenn ich eine Flasche nach da hinten werfe irgendwo. Hä? Ich dachte so, sie rennt dahin, weil sie sich denkt, was ist das? Irgendwie nicht. Die ist voll kacke. Die steht einfach da rum und kackt rum. Und hat so richtig hässliche Haare. Die soll mal zum Friseur gehen und die ganz abschneiden und alles gesund nachwachsen lassen. Das bringt dir doch nichts. Also ich habe heute leider keine Rose für dich. Mädel. Es tut mir leid, aber bei The Bachelor bist du heute raus. Dich will hier leider keiner sehen. Dass nicht mal an so einer blöden Kuh vorbeikommen. Okay, doch, kommen wir vielleicht doch. Okay, das hatte ich ja schon gewusst. Ey, du gehst nicht in meine Richtung, Bitch.
Hast du verstanden? Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll, wenn du mich jetzt siehst. Hat die sich gerade voll genießt? Ich würde dir voll gerne gerade den Kopf schießen. Das geht nur leider nicht irgendwie. Hast du irgendwie keine Hobbys? Kannst du mal irgendwo anders hingehen? Hallo, ich rede mit dir, Fräulein. Sei mal nicht so. Mach's einfach. Hoffentlich ist hier keiner dran. Gut, dass die Tür einfach nicht zugeht. Was auch immer das gerade war. Metallrohr. Hm, damit kann man irgendwas zusammenbauen. Okay. Oh cool, können wir die Kisten zerhauen? Ach ja. Das ist schon mal super. Okay, ich glaube, wir gehen einfach mal da unten lang. Wenn wir die Kisten hier zerhauen haben. Hier dreht gerade jemand richtig an der Kerze, würde ich schon sagen. Jemand die Schraube locker oder was? Oh, ich habe richtig Angst. Können wir so um die Ecke gucken, so ein bisschen? Okay. Ja, klar. Rast aus. Wie das aus, das ist schon irgendwie eklig, ne? Ich hoffe mal, dass diese Leute, die da sitzen, tot sind. Ja, aber wir müssen ja irgendwie den... Naja, vielleicht ist er so abgelenkt, dass er uns nicht sieht. Ach, cool. Das ging ja schnell, ne? Verwandelt der andere sich jetzt auch? Ich hoffe nicht. Okay, wo sind wir jetzt wieder? Ach, wir haben doch eben eine Sicherung gefunden. Vielleicht können wir die da reintun. Das wäre ja cool, ne? Defekte Verteilerkasten können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen, Hüttenarmbolzen drauf abfeuerst. Okay. Ich glaube nicht, dass sie einen Bolzen dabei haben. Versuchen wir das mal. Haben wir es entriegeln. Ach, wir sind so gut. Wir könnten überall einbrechen, oder? Erstmal gucken. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich hoffe, der ist tot. Oh, herrlich. Toll, wir sind ja voll. Wir sind einfach voll. Wir sind hackevoll, rotzevoll. Rotmunition, das können wir. Was ist hier drin? Oh, cool.
Waffenteile und Schießpulver. Ich weiß nur noch nicht, wofür wir das brauchen, aber wir werden es bestimmt brauchen irgendwann. Oh, das ist noch so ein Ding. Da steht online drauf. Oh, geil. Sieh an. Die nehme ich. Die nehme ich auf jeden Fall. Wie krass ist das denn? Jetzt sind wir noch sexier. Wir sind die Waffenarmee. Die Ein-Mann-Armee. Können wir jetzt die Munition mitnehmen vielleicht? Für die Waffe? Nö, schade. Okay. Hier war sonst nichts mehr. Ja, dann würde ich mal... Da kommen wir auch nicht hoch. Schade eigentlich. Da war irgendwie... Wir müssen ja hier irgendwie rauskommen, ne? War da nicht auch bei dem Typen da unten? Können wir da durchkriechen? Nee, schade. Ich dachte vielleicht, das wäre voll cool gewesen. Kann man auch nichts anschalten. Kann man nicht mit dem Feuerlöscher spielen. Warum nicht? Warum nicht? Ich will aber doch, bitte. Okay, Leute. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder zu einer neuen Folge. Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Bis Sonntag zu meinem Make-up-DIY zu Halloween. Es wird cool. Ciao, Kakao.